Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Wir haben uns schon wieder total verquatscht, lieber Florian. Wir waren schon wieder drin, dann habe ich gesagt, so, jetzt müssen wir aufnehmen. Ja. Also, offizieller Start in diesem Podcast. Herzlich willkommen hier im Startup Your Growth Podcast. Es wird mal wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge, heute mit dem lieben Florian Fischer. Und er ist Founder und CEO von Fischer und Reimann Steuerberatungsgesellschaft. Und Florian, du bist für mich eigentlich so der Michael Air Jordan im Finanz- oder beziehungsweise Steuergeschäft. Denn du hast es geschafft, mit eurem Steuerkanzlei-Konzept, kannst du ja gleich nochmal drei Sätze dazu sagen, quasi für mich gefühlt jeden Monat so ein Dunking zu machen. Ja? Also Steuerberater und Steuerberaterinnen zu begeistern, mit euch neue Standorte zu eröffnen. Ja? Jetzt denke ich mir so als digitaler, wie cool ist denn das, Standorte zu eröffnen? Und du zeigst aber, wie wichtig das ist, ja, vor Ort regional Teams aufzubauen, auf einem ganz anderen, vor allen Dingen neuen Level. Und heute soll es ja auch verstärkt um das ganze Thema Digitalisierung gehen. Aber vielleicht sagst du nochmal drei Sätze zu eurem Steuerkanzleikonzept. Ja, ich sage erstmal Hallo, lieber Norm. Ja, ja, hi. Schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, immer und wieder gerne. Der Austausch mit dir macht immer wieder sehr, sehr viel Spaß. Und genau, zu unserer Kanzlei. Du hast ja schon angerissen. Also unsere Kanzlei läuft unter dem Namen Fischer und Reimann. Aktuell sind wir in Ludwigshafen. Das ist praktisch unsere Homebase. Dann sind wir noch in Berlin, Köln und ab Anfang nächsten Jahres auch noch in Stuttgart vertreten. Wahrscheinlich wird sogar noch was Fünftes Mitte, Ende nächsten Jahres zukommen. Und das Besondere an unserem Konzept ist, dass wir uns zu Beginn, als ich Fischer und Reimann praktisch gegründet habe, wir uns überlegt haben, ja, was können wir denn anders machen wie alle anderen auf dem Markt? Diesen Satz kennt jeder Gründer in Deutschland. Und wir haben uns entschieden zu sagen, wir setzen im fachlichen Bereich. Das heißt, die gegenüber den Mandanten auftreten, setzen wir ausschließlich auf Steuerberater. Jeder kennt wahrscheinlich das Thema Steuervoranstellte. Ich habe jemanden Ansprechpartner für den Lohn, ich habe einen Ansprechpartner für die Buchhaltung, ich habe einen Ansprechpartner für die Steuererklärung, einen für den Jahresabschluss. Und das ist praktisch eine arbeitsteilige Sichtweise auf das Thema Steuerberatung. Und wir sind hingegangen und haben eine mandantenfokussierte Sichtweise. Das heißt, bei uns steht der Mandant im Mittelpunkt und der Mandant hat einen Ansprechpartner und das ist eben ein Steuerberater. Und der Steuerberater macht den Lohn, der macht die Buchhaltung, Jahresabschluss, betriebswirtschaftliche Beratung, ganz, ganz wichtig, gerade wir bewegen uns ja im Startup-Bereich. Mhm. Und gerade wenn ich jetzt mich in einem neuen Gebiet bewege, wenn ich jetzt nicht, dass mein fünftes, sechstes, siebtes Startup ist, das ich gründe, sondern wenn es vielleicht der erste Schritt in die Selbstständigkeit für mich ist oder ins Thema Unternehmertum, dann brauche ich eben jemanden an der Seite, der sehr nah am Unternehmen ist. Und unsere Steuerberater schaffen das eben sehr, sehr nah am Unternehmen zu sein. Warum? Ja, weil sie sich allein schon mit der Buchhaltung, mit den Löhnen zweimal im Monat mit dem Unternehmen beschäftigen müssen. Mhm. Und dann natürlich auch mit den Gründern oder mit der Geschäftsleitung ganz, ganz eng im Austausch ist. Weil am Anfang ja auch so Themen anstehen wie Investitionen zum Beispiel oder Finanzierung. Mhm. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, weil da hatte ich schon eine Frage im Vorfeld, bevor wir auf Recording hier gedrückt haben. Du wolltest schon loslegen und dann haben wir gesagt, so, jetzt nehmen wir das Ganze auf. Was ich gelernt habe heute, dank dir, ist, wenn ein Steuerberater, das ist jetzt eine Info und ein Hack für jeden Podcaster und jede Podcasterin hier, ein Steuerberater in der DATEV-Umgebung ist, ist das nicht kompatibel mit Riverside? Ja, zumindest mal bei uns. Wir sind ja, weil wir immer wieder beim Thema Digitalisierung sind, da möchten wir als Kanzlei natürlich auch voranschreiten und sagen, hey, ja, wir sind eine digitale Kanzlei, sind wir auch tatsächlich. Beispiel, als wir in Köln unseren Standort gestartet haben, haben wir von vornherein gesagt, es gibt nur drei Schränke. Jetzt bin ich gespannt. Und in einem Schrank ist zum Beispiel, sind so Themen wie Büromaterial, also hier und Tacker. Die
ganz wichtig im Steuerberaterbereich Kaffee, so Kaffeevorrat und so weiter. Ja, das ist damit inkludiert. Was erreichen wir damit? Ja, es sammelt sich gar kein Papier an in der Kanzlei. Und es ist tatsächlich so, da wir auch viele überregionale Mandate betreuen, das heißt, es melden sich Leute aus Bremen, Hamburg, die werden dann von Köln aus betreut oder auch von Ludwigshafen aus betreut, dass es so ist, dass man eben voll digital arbeitet. Du hast eben DATEV angesprochen. Wir arbeiten selbst in DATEV ASP, das heißt, unsere Rechner sind alle virtualisiert, unsere Telefonanlage ist virtualisiert, die Belege sind digitalisiert, die werden über eine digitale Cloud-Plattform DATEV Unternehmen Online sind wir da mit den Unternehmensmandaten im Austausch. Im Privatbereich sieht es teilweise noch ein bisschen anders aus. Da gibt es tatsächlich noch viele lokale Mandate auch. Das heißt, die Mandanten kommen zu uns in die Kanzlei, bringen uns auch größtenteils die Sachen, also das ist so 50-50, noch in Papierform und dann digitalisieren wir eben. Weil diese Handakten, Papierakten, die man vielleicht noch kennt, das gibt's bei uns so nicht mehr. Krass, denkt man eigentlich nicht, ne? Also wenn ich an ein Steuerbüro und eine Steuerkanzlei denke, ja, vielleicht auch rückblickend an meine, die ich so in Verwendung hatte in den letzten 20 Jahren, dann hatte ich immer eine Inkompatibilität, ja? Und das war für mich immer so ein Pain, ja? Inkompatibilität heißt, ich habe ja mein Unternehmen mal aufgebaut anhand meiner Prozesse. Also, wie muss ich mit meinem Kunden reden? Wie kriegt der Angebote? Wie kriegt der oder kann er mir eine Auftragsbestätigung schicken? Ja? Wie erfolgt dann die Rechnungsstellung? All das. Oder die Kommunikation mit meinem Team, die Projektorganisation und so weiter. Das heißt, es entsteht eine Infrastruktur und ich hatte immer den Eindruck, dass der Steuerberater oder die Kanzlei immer wie so ein, weiß ich nicht, so ein eigenes Raumschiff war, was von Zeit zu Zeit mal kurz angedockt hat, ja, aber es war nie integriert. Das heißt, es konnten gar keine Synergien entstehen, ja, ich hatte gar kein Gespräch über Finanzperspektiven, da kommen wir jetzt gleich drauf, wie gehe ich mit Investitionsgeldern um, sondern es war eigentlich so ein, ich gebe mal meinen Schuhkarton Belege ab, ja, und dann passierte da irgendwas und dann hieß es Jahresabschluss und dann sah man sich irgendwie ein paar Monate nicht. Das, was du jetzt erzählst, ist ja hochmodern, super schlanke Prozesse. Du hast auch gerade gesagt, ich habe es mal aufgeschrieben, wir sind unhackbar, ja, weil die Daten gar nicht mehr bei euch liegen, ja, sondern im Grunde ist der Laptop ein Spiegel, mit dem ich auf den Server schauen kann, ja, der bei DATEV liegt oder wo auch immer, im Rechenzentrum. Ja. Also liegt bei DATEV, das ist nämlich ganz, ganz vielen Mandanten wichtig. Also die Daten sind alle in Deutschland. Ja. DATEV betreibt ja eines der größten Rechenzentren in Deutschland, wenn es nicht so war, vielleicht sogar das größte ist in Nürnberg. Und dort sind auch die Daten. Also die sind alle in Deutschland, also keine in Amerika oder sonst irgendwo, weil die Mandanten wollen natürlich auch wissen, wo ihre Daten sind. Ja, die sind alle bei DATEV. Ja, sehr cool. So, kommen wir mal zu meiner Frage. Also ich habe ganz viele Fragen und ich glaube, das wird auch nicht das letzte Interview hier sein, weil wir natürlich wissen, bei den Startups ist immer so die Produktidee und hey, ich habe eine ganz tolle Sache auf dem Bierdeckel gescribbelt und dann bildet sich ein Team und dann arbeitet man an diesem ganzen Thema. Das Thema Finanzen kommt erst viel später. Spätestens dann, wenn wir als Genius Alliance danach fragen und sagen, hey, neben deinem Pitch Deck, 10 Slides, auf dem die Idee vorgestellt wird, schick mir doch mal einen Businessplan. Ja? Und wenn du Glück hast, kriegst du das Ding digital. Wenn du Glück hast, hat das auch noch irgendwie eine Aussagekraft. Aber in der Regel ist das stiefmütterlich eher so auf zweiter Ebene. Jetzt vermitteln wir, das haben wir zumindest auf die Fahne geschrieben, Investoren Startups. Das heißt, wir validieren die. Das heißt, wir gucken uns die an und sagen, okay, das könnte ein tragfähiges Geschäftsmodell für die nächsten 3, 5 oder 10 Jahre sein. Ja? Und dann reden wir ganz gezielt mit Investoren über dieses Startup und stellen das vor. Dann ist natürlich für den Investor neben der Idee und dem Team natürlich auch wichtig, welche Kennzahlen bzw. welchen Finanzplan kann ich einsehen? Ja? Ist das Geschäftsmodell valide? Und wir kommen irgendwann an den Punkt, wo der Investor sagt, hey, ich habe da Lust drauf, ich investiere da 700.000 Euro oder meinetwegen auch mehr oder ein bisschen weniger. Dann bekommt das Startup auf einmal Geld, hat in der Regel im Founder-Team kein CFO, also niemanden, der sich mit dem Thema Finanzen und Steuern beschäftigt
Und der Steuerberater war eigentlich auch nur eher da, ja, so vielleicht lose angedockt, guck doch mal auf unseren Businessplan, der sich inhaltlich damit gar nicht so wirklich, also mit der Startup-Idee gar nicht wirklich beschäftigt hat. So, jetzt kommen wir an den Punkt, Geld kommt ins Unternehmen. Was passiert jetzt? Ja, genau. Also das ist ja genau der Punkt. Und da brauche ich natürlich jemanden, wenn ich gerade im Startup-Bereich und nicht selbst intern die Erfahrung habe, dann brauche ich natürlich einen Steuerberater, der auch im Startup-Bereich arbeitet und auch weiß, wo die Schmerzen liegen. Jetzt ist es bei uns so, wir haben in der Vergangenheit über 1000 Startups schon betreut bei ihrem Prozess. Manche dauerhaft, manche aber auch nur eine gewisse Zeit lang. Und dann ist es eben so, wir sind ja selbst Startup, wenn man das so nennen darf. Wir, ja, auch. Wir gründen ja ständig die Kanzleien, die wir neu ausgründen, also an den neuen Standorten, sind eigenständige Firmen. Aber was ich damit sagen will, eines der Themen, wo ich das, der Grundsatzfehler, so ein Kardinalsfehler am Anfang, wo ich oft merke, hopp, da quälen sich Gründer mit rum, ist das Thema, zum Beispiel Thema Buchhaltung. Würde ich von Beginn an abgeben. Ja, das ist, warum? Weil es ein Zeitfresser ist und ich mich in der Zeit, in der ich mich mit dem Thema Buchhaltung eben beschäftige, nicht mit den Themen Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung, ob es jetzt ein physisches Produkt oder eine Dienstleistung ist, völlig wurscht, der Marktpositionierung, weil das alles Themen sind, die eben für die Founder bei ihnen zu verorten sind. Und dann kommen noch ganz große Themen dazu, und das hängt davon ab, jetzt ein bisschen, ob ich in der Dienstleistungsbranche bin oder ob ich eher in der Produktbranche bin, wo es um die Themen geht, Finanzierung. Wie finanziere ich überhaupt? Finanziere ich mit Eigenmittel? Finanziere ich mit über Business Angels? Wenn ich jetzt bei Business Angels Kapital eingesammelt habe, brauche ich zusätzliche Fördermittel zum Beispiel? Hole ich mir Fremdkapital von der Bank? Das ist mal das eine. Da sind wir im großen Bereich Finanzierung. Und das andere Thema ist natürlich dann danach das Thema Investition. Wie investiere ich mein Geld? Und dann hängt direkt hinter der Investitionsplanung hängt noch ein ganz anderes großes Thema dran, und das ist das Thema Liquiditätsplanung. Da stelle ich ja fest, wie viel Liquidität brauche ich in den nächsten 12 bis 24 Monaten, und wie viel Kapital habe ich denn in der Firma? Brauche ich gegebenenfalls noch zusätzliche Kapitalquellen, oder kann ich mich entspannt zurücklehnen, weil ich sage, ich bin eigentlich mit einem Sicherheitspuffer komplett durchfinanziert für die nächsten 24 Monate. Und eine Sache bitte, auch da an die Gründer nicht vergessen, auch wenn ihr Unternehmer werdet und Gründer seid, ihr habt trotzdem noch weiterhin bestimmte private Ausgaben, die ihr nicht abschalten könnt. Also ihr müsst ja irgendwo wohnen. Ihr habt weiterhin das Thema vielleicht private Krankenkasse oder gesetzliche Krankenkasse etc. pp. Also ihr habt einen bestimmten Block private Fixausgaben, die müssen bitte in diese Liquiditätsplanung mit rein, weil außer ihr habt verfügt privat über so ein Vermögen, dass es wurscht ist, aber wenn ihr euch eure Liquidität anschaut, darf das nicht rein auf die Firma begrenzt sein, gerade wenn ich jetzt eine Kapitalgesellschaft habe, sondern ich habe eine zweistufige Liquiditätsplanung. Die eine ist praktisch im Firmenbereich und die andere ist im Privatbereich, weil nur wenn das auf beiden Ebenen funktioniert, kann ich entspannt mein Baby, sage ich jetzt mal, entwickeln. Ja? Weil sonst haben wir ständig diese blöden Finanzthemen im Kopf. Ich sage jetzt extra blöd, weil das verhagelt mir meine komplette Geschäftsidee. Ja. Und mal ganz ehrlich, ich meine, ich fühle mich ja auch als Gründer immer wieder. Ja. Und das mag ich ja auch so an dir und an euch, einfach so von der Unternehmenskultur. Du kannst Startups nur unterstützen, wenn du selbst diesen Spirit hast. Ja. Und ich glaube, auf Dauer hält uns das einfach auch jung, ja, dass wir Gründer sind im Herzen. Umso wichtiger ist es natürlich, und das verstehe ich eben auch, ich bin ja auch, sonst wäre ich Steuerberater geworden, ja, oder Finanzexperte oder irgendwie sowas, sondern ich will mich natürlich mit meinen Kompetenzen auf mein Business konzentrieren. Und deswegen finde ich es so enorm wichtig, frühzeitig auch Startups zu empfehlen, mit den richtigen Kanzleien zu arbeiten. Ja. Das fängt ja schon an. Ich hatte lustigerweise letztens ein Gespräch. Großartige Idee, zu klein gedacht. Ja. Großartige Idee im Softwarebereich, Entwicklung einer eigenen Applikation. Und war eine Gründerin, die mir gesagt hat, ich fange erst mal klein an, so Kleinunternehmerregelung.
Ja, wo bei mir gleich so alle Alarmanlagen angehen und gesagt haben, ah, na, muss dem Florian unbedingt Bescheid geben. Vielleicht können wir da auch nochmal, weil ich habe auch gemerkt, nach unserem letzten Interview, du warst ja bei uns schon im Podcast, gab es immer wieder auch Fragen zu diesem ganzen Thema Holding. Warum es so wichtig ist, dass ich mich gleich von Anfang an für die richtige Gesellschaftsform entscheide. Holding klingt immer, vielleicht muss man einen anderen Begriff dafür entwickeln, weil viele Startups zucken dann so zusammen und sagen, hey, ich fange gerade erst an, ja, kleine Unternehmerregelung. Aber nein, es hat ja ganz viele Vorteile, schon gerade von Anfang an, richtige Überlegungen oder intelligente Überlegungen, vielleicht auch Überlegungen dahingehend, will ich einen Exit machen oder nicht, ja, ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt. Vielleicht mal so aus deiner Perspektive, ich fange jetzt gerade erst an, habe eine richtig coole Idee, ja, dock gerade so bei Genius Alliance an, schließe mich der Community an, tausche mich aus, habe meinen Co-Founder gefunden oder wie auch immer. Wann ist es ein guter Zeitpunkt, mal genau diese Überlegung anzustellen? Und die richtige? Also zum nächsten Mal ist es ja so, wir haben ja letztendlich, ich lasse einen Bereich bewusst mal weg, weil eigentlich haben wir drei große, wir sind jetzt im Bereich Unternehmensstrukturen, welche Rechtsform wähle ich. Im ersten Schritt würde ich mir jetzt erstmal die operative Gesellschaft jetzt zusammen anschauen, bevor wir dann auf das Thema Holding auch gehen. Jetzt praktisch direkt im Anschluss dann. Bei der operativen Gesellschaft ist es so, es gibt drei große Bereiche. Das ist einmal der Bereich Einzelunternehmen, das kennt jeder. Ich starte allein, auch als Freiberufler, wenn ich jetzt eine bestimmte Tätigkeit mache oder eben wenn ich eine gewerbliche Tätigkeit mache, wie Handel zum Beispiel oder Softwareentwicklung als Einzelunternehmen. Genau. Und im Einzelunternehmen ist es halt so, da habe ich zum Teil, wenn ich jetzt nebenberuflich jetzt starte, also kann ja sein, ich habe zum Beispiel auch nebenberuflich gestartet, by the way, ja, und habe eine gewisse Art von Investitionskosten, sei es, ich hole mir einen Mentor, ich habe Produktentwicklungskosten, dann kann es tatsächlich Sinn machen, zu sagen, nee, ich starte im Einzelunternehmen, weil dort habe ich die Möglichkeit, meine Verluste aus dem Einzelunternehmen nämlich mit den Arbeitseinkünften zu verrechnen. Die Chance habe ich zum Beispiel nicht, wenn ich in der Kapitalgesellschaft starte, weil dann sind die Verluste praktisch in der Bubble der Kapitalgesellschaft gefangen. Und die Möglichkeit habe ich nicht. Die zweite große Gruppe praktisch Einzelunternehmen, die zweite große Gruppe wäre Personengesellschaften, die lasse ich jetzt mal bitte ein bisschen außen vor. Die sind nur in besonderen Fällen da, wo wir sie sehen und empfehlenswert finden im Startup-Bereich. Das ist meine Ansicht. Und der dritte Bereich ist das Thema Kapitalgesellschaften. Dort sind jedem eigentlich so zwei Rechtsform geläufig. Das ist eines die UG, die Unternehmergesellschaft. Das ist die kleine Schwester der GmbH. Und die GmbH ist eigentlich so das Thema, wo wir in unserem operativen Bereich unseres Erachtens auch das, was wir als Gründung begleiten, auch zu 90% bewegen. Wenn wir nicht solche Gründen haben, dann Einzelunternehmen zu wählen, wie ich eben zum Beispiel gesagt habe. Das heißt, bitte jeder Gründer, bevor ich loslege, kurzes Gespräch mit eurem Steuerberater suchen, welche Rechtsform passt für mich. Und dann starte ich entweder zum Beispiel im Einzelunternehmen oder in der GmbH. Warum lieber GmbH wie UG? Du hast eben angesprochen, Geld einsammeln. Eine GmbH wirkt, hat einen deutlich besseren Reputation oder einen deutlich besseren Ruf draußen in der Wirtschaft wie eine UG. Deswegen empfehle ich im operativen Bereich, also wenn die Firma nach außen hin auftritt, ob es gegenüber von Investoren ist, aber auch gegenüber von potenziellen Kunden, sich die Rechtsform der GmbH zu wählen statt der UG. Kann auch bei Ausschreibungen, zum Beispiel wenn ich für Großkonzerne tätig werden will, zum Beispiel in der Unternehmensberatung oder im Coaching-Bereich, kann das schon ein Todesstoß sein, als UG anzuklopfen. Ja? Rein steuerrechtlich gesehen gibt's nur einen minimalen Unterschied, aber da brauchen wir gar nicht drauf einzugehen, aber rein steuerrechtlich gesehen werden die identisch behandelt. Wir haben halt den Vorteil, wenn ich von Beginn an Gewinne mache mit meinem Unternehmen,
dass ich halt im GmbH-Bereich nur einen Steuersatz habe von um die 30%. Warum sage ich um die? Es hängt von der Gemeinde ab. Die Gewerbesteuer ist in jeder Gemeinde ein Ticken unterschiedlich. Aber so im Schnitt sind wir bei 30. Und beim Einzelunternehmen sind wir eben im Privatbereich bei 42% plus gegebenenfalls Soli, plus gegebenenfalls Kirchensteuer. Und da merkt man schon, wenn ich investieren will, gerade als Startup, und meine Gewinne nicht alle privat verbrauche, sondern reinvestieren will, habe ich in der GmbH im Schnitt eben um die 15% mehr Investitionsvolumen durch die niedrigere Steuerbelastung, um ins weitere Wachstum der Firma zu investieren. Das ist das Thema Operative. Deswegen empfehlen wir in den allermeisten Fällen mit der GmbH loszulegen. Und hat noch den weiteren Vorteil, dass ich eben im Haftungsbereich auch eine Brandmauer einziehe zwischen dem Geschäftsrisiko. Und wenn ich mir vielleicht im Privatbereich, vielleicht bin ich verheiratet, habe eine kleine Familie, zwei kleine Kinder, oder ich habe mir gerade mit meinem Partner oder Partnerin eine Eigentumswohnung gekauft, ja, dann, und das Geschäftsmodell floppt aus irgendeinem Grund, passiert ja auch draußen, ja. Und es kann ja sein, dass es so floppt, dass ich danach ein finanzielles Problem habe, dann habe ich eben durch diese GmbH-Geschichte eben eine Brandmauer zwischen meinem Privatvermögen gezogen und dem, was jetzt in der Firmengeschichte passiert. Und jetzt gehen wir auf das Thema Holding ein. Genau, vielleicht an dieser Stelle, da kannst du ein bisschen Luft holen, das war nämlich schon ganz viel, finde ich wichtig, es ist eben nicht nur der Prozess Belegbuchhaltung, ja, sondern es ist vor allen Dingen strategisch in die Zukunft zu schauen. Also unternehmensstrategisch zu denken heißt eben auch neben der Gründung, der Auswahl deines Teams, der Entwicklung deines Produktes und so weiter, natürlich auch die steuerliche Perspektive, und das ist maßgeblich, wenn man zum Beispiel mit Investoren oder Fremdkapital wachsen will, ja, oder wachsen muss einfach, weil vielleicht das Geschäftsmodell eben kein Dienstleistungsbusiness ist, sondern du willst eine Plattform bauen, du willst eine Applikation bauen, dann brauchst du in der Regel finanzielle Mittel. Ja, und auch das Risikomanagement, wir müssen ja am Ende des Tages auch noch irgendwie gut schlafen können. Ja. Und wenn wir uns anschauen, wie alt die Gründer heute sind, das sind gar nicht die, sag ich mal, 19-Jährigen, die irgendwie eine tolle Idee haben, sondern das sind die tatsächlich so 30, 35 plus, ja, die sagen, ich war jetzt Unternehmensberaterin bei irgendeinem Unternehmen, ja, und habe vielleicht auch gewisses Kapital, was ich selber investieren kann, um mal anzufangen. Und da macht das natürlich total Sinn, weil teilweise auch Familien da sind, ja, also gewachsene Strukturen einfach auch abgesichert und abgegrenzt werden müssen, ja, so wie du es gerade gesagt hast. Super. Ja, deswegen, also praktisch der Step 1, wenn ich meine Geschäftsidee im Kopf habe, weiß, wo es hingehen soll, Produkt in der Produktlandschaft, ob das jetzt, wie gesagt, eine Dienstleistung oder ein physisches Produkt ist, ist jetzt völlig wurscht, dann beginne ich praktisch, bevor ich loslege, suche ich das Gespräch und überlege und lege schon fest, wie soll denn meine Unternehmensstruktur aussehen. Aber jetzt kann ich auch im zweiten Step auch alle, die Angst nehmen, die sagen, oh Mist, ich bin jetzt schon gestartet, ist denn das Richtige für mich? Oder es hat sich jetzt so entwickelt, ich will jetzt vom Einzelunternehmen in die GmbH zum Beispiel. Auch das ist im Nachhinein noch möglich, auch steuerbegünstigt möglich. Da sind wir im Bereich Umwandlung und Umwandlungssteuerrecht, da machen wir sehr, sehr viel, weil eben sich viele bei uns melden und sagen, ich bin im Einzelunternehmen gestartet, ich mache jetzt 1 Million Umsatz, das wird mir langsam zu heiß, ich möchte jetzt in die GmbH und dann helfen wir den Mandanten eben, wie sie unfallfrei und ohne Steuerbelastung oder möglichst ohne Steuerbelastung in manchen Fällen, gerade wenn Grundstücke mit im Spiel sind, geht es manchmal nicht immer ganz ohne. Deswegen ist es auch wichtig, von Anfang an sich um das Thema zu kümmern. Klar, man kann danach noch das meiste noch reparieren, aber in manchen Fällen ist es so, da kostet es eben dann mehr unterm Strich, wie wenn ich gleich in der GmbH gestartet bin. Gerade wenn ich das Thema habe, ich möchte mir zum Beispiel eine Produktionsstätte bauen, Lagerhallen bauen, ich brauche ein Bürohaus. Oder nimm unser Beispiel hier. Wir haben hier ein Valley gebaut, ne? Also das, was man hier sieht, übrigens, alle, die das jetzt nur hören im Podcast,
bei uns auf der Plattform kann man das Video dazu auch sehen. Dann sieht man mal den charmanten Florian auch hier performen. Ich sitze in einem unserer Tinys und das ist genau das Gleiche. Das ist genau das, was du sagst. Ja, also Thema Grundstück ist über die Firma gekauft. Ja, und die Tinys sind über die Firma also finanziert. Und es gibt hier ein Mieteinnahmen-Business. Ja, es gibt verschiedene Geschäftsmodelle, die hier eine Rolle spielen. Und das muss man gut ausdifferenzieren und ausbalancieren. Teilweise sogar in Firmen, mehrere Firmen abbilden. Ein kurzer Break an dieser Stelle für einen Hinweis in eigener Sache. Viele Tech-Companies und Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen, ganz egal ob Startups oder fest im Markt etablierte Unternehmen, stehen mehr und mehr vor einer großen Herausforderung. Sie alle sind auf der Suche nach Mitarbeitern im Digitalvertrieb. Kein Wunder, denn wir haben derzeit einen 4-mal so hohen Bedarf an Vertriebsprofis, als der Markt an Spezialisten im Moment überhaupt aufweisen kann. Hinzu kommt, dass durch die Digitalisierung immer mehr Top-Leute im Digitalvertrieb gebraucht werden. Und hier kommt die Schwäche unseres Bildungssystems zum Tragen. Es gibt keine Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer oder Universität, in der du Vertrieb und Verkauf wirklich lernen kannst. Ich war selbst Verkaufstrainer bei einem der größten Versicherungskonzerne und weiß, wie wichtig die Verkaufs- und Vertriebskompetenz als Motor im Unternehmen ist. Die gute Nachricht: Wir haben das Problem gelöst. Denn wir bringen Podcasting und Digitalvertrieb in einer einzigartigen Kommunikationsstrategie zusammen. Der Podcast wird für dein Unternehmen zu einem wertvollen Instrument, um echte zwischenmenschliche Beziehungen und vor allem tragfähige Netzwerke aufzubauen. Unternehmen, die sich für eine Full-Service-Produktion bei uns entscheiden, sind mit Sicherheit perfekt im Digitalvertrieb für die Zukunft aufgestellt und gewinnen sofort neue Kunden. Wir bauen das Know-how im Podcasting und Digitalvertrieb auch in deinem Unternehmen auf oder, wenn dir das lieber ist, bringen wir eines der Talente mit, die wir bereits ausgebildet haben. Wie das Ganze funktioniert, erzähle ich dir in einem kostenfreien Strategie-Call via Zoom. Den Link findest du wie gewohnt in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Aber jetzt geht's erst einmal weiter hier. Viel Spaß. Genau, wenn ich das jetzt, das ist genau, witzigerweise genau der Punkt, wo wir zum Thema Holding kommen. Ja. Ja? Mhm. Holding-Struktur sagt jeder erstmal, boah, ey, das ist Konzern und so weiter. Nee, es ist auch was für den Mittelstand. Ich sage jetzt ganz ausdrücklich, es ist nicht für jeden. Hier draußen gibt es auch so ein paar Spezialisten, die da rumlaufen und jeden eine Quattro-Holding verkaufen wollen. Quattro? Sehe ich zum ersten Mal. Ja, das ist, also teilweise, wir können über Stiftungen, Genossenschaften und was es da alles gibt. Es gibt ja, wenn ich sehr, 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 sehr viel Geld habe, sagen wir mal im achtstelligen Bereich, dann können so Sachen mit Stiftungen und so weiter echt Sinn machen. Auch wenn ich, gerade wenn ich irgendwann im Bereich Gemeinnützigkeit dann tätig werden will, weil ich eines Teil meines Vermögens eben weitergeben will, dann machen so Sachen wirklich Sinn. Bitte nicht den Leuten glauben, die gerade im Startup-Bereich sind, die unglaublich unterwegs, die den Leuten erzählen, hey, ihr könnt eure ganzen Privatkosten, hier euren Lamborghini oder sonst irgendwas oder eure Finca in Mallorca, könnt ihr von der Steuer absetzen, müsst ihr eine Genossenschaft gründen und dann funktioniert das alles. Das stimmt nicht. Das kann man auf Punkt so sagen, das stimmt nicht. Und jetzt kommen wir zum Thema Holding. Vielleicht können wir da nochmal ganz energisch reinhauen, weil ich habe gestern mit der Ruth Krämer, berät ja Höhle der Löwen, die Startups dort seit 5 Jahren, und ist jetzt auch Dozentin bei uns in der Jeans Alliance University. Mit ihr habe ich gestern auch so emotional einfach mal Luft machen müssen in einem Podcast, weil es einfach da draußen vermeintliche Systeme gibt, ja, oder Muster, die man über alles und jeden drüberlegen kann. Also ich denke, ich habe noch kein Startup kennengelernt oder auch einen Unternehmer, Unternehmerin kennengelernt, wo das Business 1:1 so war wie von irgendjemand anderem. Ja. Ich habe schon einige gesehen. Das heißt, es ist immer eine individuelle Betrachtung. Ja? Also man kann Absolut. Das einfach nicht standardisieren. Ja. Gebe ich dir 100% recht. Deswegen sage ich, was ist eine Holding? Eine Holding ist nichts anderes. Wir haben eben von der operativen Gesellschaft gesprochen. Mhm. Das ist praktisch die, mit der ich arbeite. Zum Beispiel ein Beratungs-Coaching-Business oder ich produziere Software oder ich produziere irgendein Produkt. Also zum Beispiel Lebensmittel und verkaufe die dann. Und eine Holding heißt nichts anderes, wie ich nehme eine zweite Kapitalgesellschaft und das kann zum Beispiel eine UG sein, weil die tritt ja nach außen hin nicht auf. Die setze ich einfach oben drüber. Auf gut Deutsch gesagt, mir selbst als Privatperson gehört diese
Muttergesellschaft, das kann eine GmbH oder eine UG sein, das ist die Holdinggesellschaft. Warum Holding? Holding ist das englische Wort für halten. Diese Holding hält die Anteile an der operativen Gesellschaft. Das heißt, ich baue einfach nur zwischen mich selbst und meine operative Gesellschaft noch eine zweite Kapitalgesellschaft zwischen rein. Und dann bin ich schon im Holdingsystem. Wie das im Gründungsprozess genau abläuft, das wird, glaube ich, müssten wir zwei eigene Podcast-Folgen drüber machen. Wir kommen auch im Nachhinein noch in dieses System rein. Manchmal wird es ein bisschen kompliziert, manchmal ist es relativ einfach. Aber das sind so Dinge, die sollte man dann mit seinem Steuerberater klären. Also da bitte nichts allein rumbauen mit dem Notar. Machen auch die Notare normalerweise nicht. Wenn ich von Anfang an starten will in diesem System, ist der erste Step, ich gründe meine Holdinggesellschaft. Und zweiter Step ist, meine Holdinggesellschaft gründet die operative Gesellschaft. Und dann lege ich los. Ja, was ist denn der Vorteil von diesem System? Ja, wenn ich jetzt mal dein Beispiel von dem mit dem Grundstück, hätte ich jetzt zum Beispiel vorgeschlagen, hey, wir gründen eine Holdinggesellschaft, gründen die operative, die macht das operative Geschäft und nebendran gründet die Holding noch eine zweite Kapitalgesellschaft. Diese zweite Kapitalgesellschaft kauft das Grundstück und baut die Tinys oder die Häuser, die Lagerhalle, Produktionsstätte etc. pp. Und vermietet diese an die operative Gesellschaft. Auf den ersten Blick würde jetzt jeder sagen, der Fischer macht das ja nur, damit er einen Jahresabschluss mehr abrechnen kann. Ja, mache ich auch. Wir verdienen damit auch mehr Geld. Aber wir rechnen bei uns in der Kanzlei immer Steuerersparnis minus Steuerberatungskosten. Wenn unten drunter ein Plus steht, dann machen wir das mit dem Mandanten gemeinsam. Und wenn da drunter ein Minus steht, dann lassen wir es sein. Deswegen sagen wir auch zu einigen Steuergestaltungsmodellen, die da draußen rumgeistern, machen wir nicht, weil wir da nur unseren eigenen Geldbeutel voll machen und nicht den von Mandanten. Und letztendlich sollen beide happy sein, weil wir mit unseren Mandanten 20, 30 Jahre zusammenarbeiten wollen. Und warum macht denn dann dieses Modell Sinn? Weil diese Grundstücksgesellschaft, von der ich eben gesprochen habe, die zahlt, wenn die ausschließlich Grundstücke vermietet und höchstens noch ein paar Kapitaleinkünfte hat und sonst nichts, mittlerweile darf die auch noch Photovoltaik machen, im kleinen Umfang, zahlt die 15% Steuern. Warum? Die zahlt keine Gewerbesteuern. Jetzt vermiete ich das Ganze an die Operative. Drüben habe ich 15% Steuern auf die Einnahmen, also auf den Gewinn. Und auf der anderen Seite darf ich aber die Mietausgaben abziehen. Und drüben habe ich ja 30% Steuern. Wenn ich jetzt 100.000 Euro Mieteinnahmen habe, die operative Gesellschaft nach drüben bezahlt, spare ich 15.000 Euro Steuern jedes Jahr. Und dann kann ich auch dem Fischer die Abschlussgebühren zahlen und lache unterm Strich immer noch, weil da immer noch ein schöner Betrag, ein sehr, sehr guter Betrag steht. Und den kann ich dann, und jetzt kommen wir zur Sinnhaftigkeit des Holding-Modells, den kann ich dann in meine Holding praktisch abführen mit einem Steuersatz von 1,5%, also das heißt auf gut Deutsch mit gar nichts, und kann in der Holding dort meine Altersvorsorge betreiben. Und das ist ja genau das, wo wir wieder beim Startup-Thema sind. Natürlich wird vielleicht am Anfang fast nahezu 100% oder 100% des Ertrags aus der operativen Gesellschaft reinvestiert, weil ich eben wachsen mag. Aber wenn ich von Beginn an in diesem System bin, habe ich eben auch die Möglichkeit, wenn nach 5 Jahren jemand kommt und sagt, hey, du hast so ein cooles Startup, ich will das Startup, ich will das unbedingt haben. 10 Millionen, dann würde ich dir bezahlen dafür. Und du sagst, hey Mann, 10 Millionen ist schon echt cool. Ich habe noch 2, 3 andere Ideen, die ich auch gern machen würde. Hopp, ich stoße das Ding ab und verkaufe das. Wenn ich in der Holdingstruktur von Anfang an bin, dann zahle ich, dann verkauft ja praktisch meine Holdinggesellschaft die Operative. Und die zahlt auf diesen Verkauf eben nur 1,5% Steuern. Und danach habe ich oben, wenn wir bei den 10 Millionen bleiben, 9,85 Millionen, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, zum Reinvestieren in meine neue Idee. Wenn ich die operative Gesellschaft, die Anteile privat halte, zahle ich circa 25% Steuern auf den Verkauf und habe eben nur für meine neue Idee nur 7,5 Millionen. Und jetzt muss man kein Mathematiker sein, um zu sehen, die Zahlen sind ja
ist ja ein riesiger Unterschied. Ja, ja? Aber nicht nur im Exit-Fall, wenn ich jetzt dauerhaft praktisch meine operative Gesellschaft habe und sage, ich möchte es die nächsten 30 Jahre machen. Kein Exit machen, vielleicht den Kindern übergeben. Mhm. Und dann habe ich ja die Möglichkeit, aus meinen Gesellschaften, die unter der Holding sind, eine oder mehrere, ich kann beliebig viele drunter setzen, die Gewinne nach oben abzuführen per Ausschüttung. Mhm. Dann zahle ich nur eben nur 1,5% auf die Ausschüttung, weil ich an der operativen Gesellschaft ja mit 100% beteiligt bin und kann dort praktisch zum Beispiel Aktieninvestments machen, Immobilieninvestments machen oder ähnliches und habe halt immer 98,5%, also 100% minus die 1,5 zur Verfügung zu investieren. Mhm. Und jetzt kommen die ersten Leute und sagen, ja gut, dann mache ich das eben in meiner operativen GmbH, die Investments, da muss ich die 1,5% nicht zahlen. Ich habe aber ein gewisses Geschäftsrisiko, habe ich ja schon in meiner operativen Gesellschaft. Und jetzt nehmen wir mal den Fall, ein paar Branchen haben es jetzt vor kurzem erlebt, Licht an, Licht aus, Corona. Plötzlich war das Geschäftsmodell tot. Oder stell dir vor, du hast früher eine Videothek betrieben. Ich glaube, das Geschäftsmodell gibt's heute so nicht mehr. Vielleicht gibt's noch ein, zwei aus Nostalgie. Aber das Geschäftsmodell ist ja tot. Ja. Durch technische Weiterentwicklung, das andere durch politische Gründe. Man weiß ja nie, was kommt. Und durch dieses Holdingstruktur sehe ich auch da, ich hole mein Altersvorsorgevermögen oder mein Vermögen, das ich vielleicht auch an meine Kinder übergeben mag, aus dem Risiko des aktuellen laufenden Geschäftsbetriebs raus. Ja, also es ist ein weiterer großer Pluspunkt, wo ich sage, hey, das spricht für dieses Holding-Modell. Und jetzt kommen die anderen, die dann zu mir sagen, ja, Florian, dann schützt doch ins Privatvermögen aus, dann ist es auch gesichert, weil du hast ja eine operative GmbH, machen wir es ins Privatvermögen, ich gehe zur öffne bei was weiß ich, Trade Republic, bei der DKB, Sparkasse oder wo auch immer, VR-Bank, da haben wir sie alle genannt, ein Privatdepot auf und legt es dort privat an. Ja, das kann ich auch machen. Dann aus Sicherheitsgründen bin ich dann in derselben Stufe wie mit der Holdinggesellschaft. Jetzt kommt aber das Aber. Wenn ich aus meiner operativen Gesellschaft mir das Vermögen ins Privat, also das, die Ausschüttung ins Privatvermögen überführe, dann zahle ich wieder diese ominöse, also es ist nicht die Abgeltungssteuer, weil, aber es ist Teileinkünfteverfahren, also auch ungefähr 25% ist weg. Und in der Holding habe ich eben nur 1,5%. Das heißt, wenn ich mit Zinseszinseffekt immer wieder neu anlege und Geld zur Verfügung stelle, kann ich auch da, muss ich auch da kein Mathematiker sein, um zu sehen, ey, wenn ich 20 Jahre oder 30 Jahre noch Zeit habe, bis ich das Geld brauche, habe ich ja oben eine viel höhere jährliche Zufuhr aus meinem operativen Geschäft, dass ich anlegen kann, zum Beispiel in Aktien, wie im Privatvermögen. Und dann werden auch die zusätzlichen Kosten, die ich zweifellos mit so einer Holding habe, weil ich eben einen Jahresabschluss erstellen muss, das mache ich bitte nicht selber, das macht mein Steuerberater, der auch von Holdinggesellschaften Ahnung hat im Optimalfall, ja, der macht das für mich. Natürlich habe ich dann zusätzliche Kosten, aber sagen wir mal, ab einem sechsstelligen Vermögen, so wie 100, 200.000 auf Dauer gerechnet, macht das wirklich Sinn? Wenn ich in der Holding 10.000 Euro liegen habe und mehr kommt nicht zusammen, dann bitte lasst es sein, dann macht es keinen Sinn. Dann freut sich auch da nur der Steuerberater. Das macht dann wirklich Sinn, wenn ich sage, ich möchte in den nächsten 20 Jahren ein Vermögen aufbauen, was sich von 1, 2, 3, 4, 5 oder 10 Millionen Euro aus meinem, weil mein, eben mein operatives Geschäft so ertragreich ist, dass ich das machen kann. Ja. Ich breche jetzt mal an der Stelle ab, weil ich könnte 2 Stunden Vortrag über das Thema. Ja, mir ist wichtig, dass hier die alle zuhören. Wir werden das heute, ich habe mir gerade überlegt, wir werden unseren Redaktionsplan ein bisschen durcheinander wirbeln und das heute schon auf Sendung bringen. Einfach deshalb, weil ich so ein paar akute Gespräche gerade geführt habe, wo genau das ein Thema ist. Deswegen, mir ist wichtig, dass man versteht, dass es immer eine sehr individuelle Betrachtung ist. Also ich liebe Digitalisierung, ich liebe automatisierte Prozesse, ja, sonst wäre das ja alles gar nicht machbar mit so einem überschaubaren Team, das wir sind. Und von dem her ist trotzdem zu verstehen, dass gerade bei steuerlichen oder Finanz,
unternehmenspolitischen Themen einfach da Profis draufschauen müssen und dann auch in einer Kontinuität. Ja, also dass man wirklich den Steuerberater oder die Steuerberaterin so als Partner versteht und sagt, hey, lass doch die auch ab und zu mal reingucken. Ja, weil ich glaube, und das macht ihr, so arbeitet ihr, dass es einfach total wichtig ist, über Finanzinvestitionen, die ich vielleicht plane, ja, einfach auch mal ein Gespräch darüber zu führen oder Investorengespräche, die dann zum Beispiel eine Unternehmensbewertung brauchen, ja, oder die dann auch eine Finanzmittelverwendung haben möchte, ja, wofür willst du das einsetzen, ja, dass man das von Anfang an ganz geschickt macht, wenn man jetzt nicht einen professionellen CFO im Unternehmen hat, ja, dass man dann also die Kanzlei bemüht, ja. Was eben ein ganz wichtiges Thema ist, und das erlebe ich immer wieder, und da sind wir auch hinten dran. Leute, wenn ihr Unternehmen habt, wenn ihr jetzt die Bilanz für 2021 noch nicht habt, schaut, dass ihr die im ersten Halbjahr bekommt, also bis 30.06. A, gibt es eigentlich auch eine gesetzliche Verpflichtung dazu, die bis zum 30.06. zu erstellen. Mhm. Also ich würde es immer machen. Und auch bitte nehmt eure Hausbank mit ins Spiel, weil da sind wir wieder beim Thema Rating zum Beispiel. Wenn ihr es bitte versorgt, regelmäßig. Regelmäßig heißt nicht einmal die Woche, aber schon so einmal im Quartal oder mindestens mal zwei, dreimal im Jahr eure Hausbank mit aktuellen Zahlen und einer Aussicht eures Unternehmens. Das reicht, wenn ihr dem eurem zuständigen Banker die Unterlagen schickt, Jahresabschluss, Steuererklärung, und zwar unaufgefordert, plus BWAs, laufende, einfach mal anruft, Viertelstunde, Gespräch führt, hey, so und so sieht's aus, wir haben momentan ein außerordentliches Wachstum, weil wenn ich nämlich dann 3-4 Monate später Geld brauche für eine Wachstumsfinanzierung, und bitte, das ist auch so eine wichtige Formulierung, Wachstumsfinanzierung, sowas hören die Banken gern, ja, eine Krisenliquiditätsfinanzierung hören die nicht so gern, ja. Wenn es darum geht, weitsichtig, deswegen Liquiditätsplan, so ein wichtiges Thema. Plant eure, ihr müsst es im Blick haben. Und da braucht ihr aktuelle Zahlen. Wir haben schon teilweise Mandanten von anderen Kanzleien übernommen. Tut mir leid, die meisten Steuerberater in unserer Branche arbeiten wirklich toll, ja, aber es gibt ja auch ein paar, die machen das eben nicht so. Und wenn ich von meinem Steuerberater seit 6 Monaten keine Zahlen bekomme, dann sollte ich mir überlegen, ob ich schon in der richtigen Kanzlei bin, weil ich brauche aktuelle Zahlen, verdammt nochmal. Das ist wichtig. Das ist mein Dashboard, wo ich brauche meine KPIs. Ich brauche meine Kennziffern, um meine Unternehmen entwickeln zu können. Und eines davon sind eben die Kennzahlen aus dem BWA, aus dem Buchhaltungsbereich. Das ist eines, natürlich aus dem Marketingbereich brauche ich auch. Ich muss meine wissen, wie performt meine Webseite, wie ist der Customer Lifetime Value, wie ist die Conversion Rate auf meiner Webseite und so weiter und so fort. Mit dem ganzen Themen muss ich mich beschäftigen. Das gehört zum Aufgaben eines CEOs dazu. Und das ist so unendlich wichtig. Ich kenne keine Kennzahlen, sage ich immer. Vielleicht, um das mal ein bisschen plastisch zu machen. Ja. Und damit vielen Dank, Florian, dass du die formale Klammer wieder schließt zum Thema Digitalisierung oder auch digitale Prozesse. Denn, also was mich zum Beispiel interessiert, ich gucke jeden Tag meine Zahlen an. Wie läuft der Podcast? Welche Podcast-Folge ist gerade besonders gut gelaufen? Was interessiert die Leute da draußen? Wir sind in einem so dramatischen Wandel unterwegs. Mhm. Ja? Also das, was vielleicht gestern irgendwie noch aktuell war, kann es morgen schon nicht mehr sein. Umfelder verändern sich. Ja? Das Thema Videothek aussterben, was du vorhin gebracht hast, war ein längerer Prozess. Aber wir haben alle gelernt, dass das Pferd, was wir gerade reiten auf der Rennbahn, ja, morgen im Ozean unterwegs sein muss und dass die Performance dann nicht mehr da ist, ist auch klar. Also es verändert sich einfach wahnsinnig viel, sehr dramatisch, auch im Bereich der Finanzen und Steuern natürlich. Thema Fördermittel, ja, können wir auch noch stundenlang sprechen. Und wenn ich echte Zahlen brauche, ja, du hast gesagt Dashboard. In vielen amerikanischen Unternehmen hängen die Dinger unter der Decke, irgendwelche Displays, ja, wo du das einsehen kannst. Jetzt kann man sich selber mal die Frage stellen, wie live sind eigentlich die Zahlen, die man von seinem Unternehmen hat? Also wie tagesaktuell? Wahrscheinlich sind sie wochenaktuell, wahrscheinlich noch nicht mal das, eher so halbjährliches aktuell. Ich erinnere mich zum Beispiel, meine ganz alte Steuerkanzlei, die hat mir immer eine OP-Liste geschickt, einmal im Monat. Das heißt, ich wusste einmal im Monat, ja, welche Rechnungen sind noch offen.
Wo steht das Unternehmen? Und wir sind im 21. Jahrhundert. Ich muss eigentlich ein Tool öffnen und dort muss ich sehen, wo ist mein Unternehmen gerade? Ja, wenn der Investor mich anruft und sagt, hey, wie geht's dir? Dann muss ich das wissen, ja, auch wenn ich kein Finanzexperte bin. Das ist das Thema Forderungsmanagement. Ja. Das gehört ja auch zur Liquiditätssteuerung dazu. Mhm. Das ist ein Thema, was ich von Beginn an mit auf die Agenda nehmen muss. Und da sind wir wieder beim Thema Prozesse und Automatisierung. Ja. Ja. Das muss auch nicht unbedingt das macht bei uns intern, ich mache das auch nicht in der Kanzlei, das macht bei uns, macht jetzt meine Assistentin zum Beispiel, die arbeitet mit einer tagesaktuellen OP-Liste. Gut, ich buche natürlich unsere Kanzlei 5-mal die Woche, ja, aber wenn es das Thema Forderungsmensch angeht, ich habe ja ein Tool, ich habe irgendeine Software, mit der erstelle ich die Rechnung, weil ich glaube, jeder. Also ich wäre immer nervös, wenn die Leute erzählen, sie machen in Word ihre Rechnung. Ich glaube, das macht keiner mehr heute. Hoffentlich nicht. Keiner, der wenn jetzt irgendjemand ein Tool hat, egal wie die Tools auch heißen, es gibt ja tausende Software-Tools, mit denen ich Rechnungen erstellen kann oder fakturieren kann. Lass uns mal drei nennen, die gut sind. Ich glaube, Dativ hat eine eigene Lösung. Also Dativ Unternehmen Online zum Beispiel kann ich das machen, direkt. Mhm. Ich kann aber zum Beispiel auch Zendesk nutzen. Mhm. Ich kann zum Beispiel auch LexOffice zum Beispiel nutzen, jetzt mal die ganz großen Player zu nennen, jetzt an dem Markt. Klar, wenn ich jetzt im Online-Shop-Bereich bin, habe ich nochmal andere Tools, die jetzt praktisch an die Shop-Systeme angebunden sind, wo ich dann auch die Zahlungsströme ansehe. Bilby zum Beispiel ist so ein Thema für Shop-System oder EasyBill zum Beispiel. Mhm. Wenn ich jetzt irgendeinen nett genannt habe, bitte nicht sauer auf mich sein. Das sind jetzt einfach mal die du genannt hast. Wir zum Beispiel setzen LexOffice ein, ja. Mhm. Dass du die genannt hast, ist ja schon mal ein Riesenvorteil, weil es gibt Steuerkanzleien, die sagen, bitte nimm unsere Software, die wir entwickelt haben, mit unseren PHP-Entwicklern. Die ist seit 1995 im Markt und sieht auch noch so aus wie damals. Ja, also das ist State of the Art, was du gesagt hast. Da gibt es natürlich Besonderheiten noch. Das Wichtigste bei uns ist immer, wenn die Kunden auch irgendwelche ERP-Systeme einsetzen, dass wir sagen, hey, wir brauchen eine Dativ-Schnittstelle, damit wir die medienbruchsicher die Daten darüber kriegen und nicht anfangen. Also gerade bei Online, ich habe einen Online-Shop, die haben 60.000 Belege im Monat. Also wenn ich jetzt anfangen würde, 60.000 Belege einzutippen und denen danach meine Rechnung schicke, müsste der Insolvenz anmelden. Ja? Und ich würde mir danach einen anderen Job suchen, weil ich keine Lust mehr hätte. Ja? Also digitale Schnittstellen nutzen, auf jeden Fall auch da Rücksprache mit dem Steuerberater halten. Gerade wenn ich im E-Commerce-Bereich bin, Steuerberater suchen, die im E-Commerce-Bereich fit sind, die auch Schnittstellen einrichten können oder mit einem zusammen einrichten, die da Erfahrung drin haben, ganz wichtig. Aber auch wenn ich ein ganz normales Business habe, wir waren ja beim Thema Liquiditätssteuerung. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel in LexOffice, wenn wir das Beispiel nehmen, kann aber auch Dativ nehmen, da kann ich auch die Bank Ströme mit einbinden und da kann ich ja tagesaktuell sagen, ist eine Rechnung bezahlt, ja oder nein. Mhm. Und wenn ich jetzt mit dem Kunden ein Zahlungsziel habe von 7 Tagen und der hat eben nach 3 Wochen noch nicht bezahlt, da sind ja die Sachen in der Regel noch gar nicht beim Steuerberater, weil wenn ich die Rechnung am 3.11., dann schicke ich ja die Buchhaltung frühestens Anfang Dezember zum Steuerberater. Mhm. Wenn ich aber Zahlungsziel 10.11. habe, dann rufe ich halt mal am 24.11., da habe ich noch gar keine Opusliste vom Berater, deswegen muss ich intern brauche ich intern ein Tool, was vor der Buchhaltung angreift, um eben dann am 24.11. den Kunden anrufen und sagen, ey, kann es sein, dass du einfach vergessen hast, meine Rechnung zu überweisen? Ich würde es dir gerade per E-Mail nochmal schicken. Es wäre echt lieb, wenn du die nächsten 2 Tagen gerade anweisen könntest, dann passt. Mhm. Und was passiert in 95% der Fälle, 2 Tage später habe ich das Geld auf dem Konto. Ja? Also da bitte aktives Forderungsmanagement betreiben und natürlich gibt es da draußen auch immer wieder Unbelehrbare, die meinen, man kann kostenlos konsumieren. Die hat man immer. Auch da würde ich mir von Anfang an im Forderungsmanagement jemand an die Seite holen, der auch das Thema Forderungsbeitreibung, ob das jetzt ein Anwalt ist, ob das ein Kassobüro ist oder sonst irgendwas, suchen. Empfehlung von Anfang an haben wir auch. Wir arbeiten mit einer Anwaltskanzlei zusammen. Es ist eigentlich sehr selten, dass wir die mit ins Boot nehmen müssen, aber es passiert.
Das ist völlig normal. Wir schreiben mehrere tausend Rechnungen im Jahr und irgendeine wird halt mal aus irgendwelchen Gründen nicht bezahlt. Das ist bei jedem so. Das hat jeder Unternehmer schon mal erlebt. Und deswegen sollte man sich um das Thema nicht erst dann kümmern, wenn es akut ist, sondern ich würde mir von Anfang an einen Partner da mit ins Boot holen, der mich da unterstützt. Sehr gut. Lieber Florian, ich gucke auf die Uhr und wir sind mit dieser Sendung schon am Ende. Ich würde sagen, wir sind ja eh immer wieder in Kontakt und haben ja auch bald unseren Termin, dass wir es irgendwann schaffen, eine Masterclass in der Genius Alliance University aufzubauen, weil das Thema ist einfach zu wichtig und zu bedeutsam, um Startups wirklich auszusteuern. Ja, auch mit den Investoren in den Gesprächen erkenne ich halt immer wieder ein Defizit, dass eben kein Steuerberater mit im Projekt war und ist. Und deswegen schauen wir mal, was wir da zusammen auf die Beine stellen können. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, für die sehr wertvollen Tipps. Und wer mit dir, lieber Florian, Kontakt aufnehmen möchte, findet alle Informationen in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge und natürlich auf unserer Plattform geniusalliance.space. Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, Norman, für die Einladung. Sehr gerne. Und einen schönen Gruß an alle deine Zuhörer. Und ich drücke euch die Daumen und wünsche euch viel Erfolg für die Entwicklung von euren Geschäftsideen.